tötet ihn schon wieder. Au, komm. Einsamer Einzelgänger, ich erschlage dich auch noch. Mann, Mann, Mann. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Möge der Herr gnädig sein. Ein Mörder auf freiem Fuß. So, bloß weg, bevor wir hier wieder alle möglichen Wachen zusammen schon netzeln müssen. Was stimmt denn nicht mit ihm? Wer könnte das getan haben? Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Ich bin ein Gelehrter, ich bin der Dachgelehrte. Jetzt endet dein Leben. Warum? Ich hab gedacht, wenn ich versteckte Klinge, na egal. So. Gut, dann müssen wir da hinten hin und dann können wir jetzt endlich losmachen. Nein! Nicht. Wenn ihr kurz schauen würdet? Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht erfüllt. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel. Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Ich habe nicht. Den hole ich mir. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Ihr werdet es nicht bereuen. Bitte. Eine kleine Spende. Ich bin ganz ehrlich. Einfach stümperhaft. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Oh, arbeite doch selbst. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle alleine. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. So, und jetzt weg. Au. Boah, finde ich jetzt nicht nett. Tötet mich. Scheiße. Oh Mann, steht mir noch nie im Weg rum.
Na, ein Glück, dass wir so einen Arsch getötet haben. Er ist wohl in einen anderen Wester gekommen. Lasst uns gehen. Gepriesen sei sein Name. Mit uns sein werde. Auf dass er uns den Sieg schenkt. Seht nur, was macht er da? Verflucht den Englischen. Tötet ihn, haltet ihn. Ja, warum? Mann. Ach, wisst ihr was? Komm, kletter jetzt hoch. So. Ihr könnt nicht entkommen. Das riecht sich wie eine Ratte. So, wer sagte, ich kann nicht entkommen? Der soll mal herkommen hier. Das ist ein Aussichtspunkt, den würde ich eigentlich gerade ganz gerne mitnehmen, aber wir sind auf der Flucht. Der Bogenschütze ist tot. Und tschüss. Kurz weg. So. Ach nee, wir gehen jetzt erstmal zurück. Gucken. Da haben wir gerade keine Zeit zu. Wenn wir da runter gehen, dann haben wir wieder die ganze Stadt am Arsch. Boah, Alter. Weil das ist wieder so ein Bogenschütze. Ich hätte ganz gerne Distanzwaffe, Wurfmesser oder sowas. Könnten wir die Bogenschützen einfach hier beseitigen, aber naja, gut. Da gucken wir halt einfach mal. Geronimo! Au! Scheiße. Oh ja. Ich will es. Geht sich weiter. Kein Zugang zu... Oh nein. So, wie genau kommen wir denn da jetzt rum? Ein Keks. Was war denn das? So, jetzt aber irgendwo hier über die Straßen, wie gesagt, zu Dingsen ist zu gefährlich. Vielleicht gehen wir ein bisschen zurück, wenn ich das hier wieder so einen Sturm auslöse. So, gehen wir jetzt ein bisschen lang. Ist das... Nein, ist es nicht? Ist es... Ich weiß, wir die Leiter nehmen können, aber ist mir gerade irgendwie... Isold, ne? So, da Hammers. Wir haben das erste Leben genommen. Mögen weitere folgen. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Alter ihr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Habt Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Alter ihr. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Und damit haben wir einen dieser lästigen Kriegsprofiteure aus dem Weg geschafft. Bin schon gespannt, was wir hier als nächstes... Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Können wir jetzt noch mal mit dem quatschen? Doc? Doc, ich geh mit. Nein, Doc. Unnett. Dass die mit denen schon hier auf dem Boden keine Eindrücke oder sowas hinterlässt. Na, verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat. Wir haben eine Deadline. Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline? Ich kann nicht darüber reden.
Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Wow. So eine Antwort. Was schreibt die da eigentlich? Moment, da gucken wir doch mal. Sind das die Baupläne von diesem Gebäude? Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine, der Gegenwart. Jetzt. Heute. Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Wir können die noch mehr zulabern. Na, ich will ihn nochmal zulabern. Geht nicht. Dann komme ich die zulabern. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor? Abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte. Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott. Die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. An den PC. Meint ihr den? Aha. So, und können wir hier also einfach so Ihre Dingsens durchsuchen? Moment. Ach, lesen wir einfach mal durch. Toll, legen Sie ihn auf meinen Schreibtisch. Kümmern Sie sich weniger um meine Sachen und mehr darum, den Animus ans Laufen zu bringen. Danke, von dem Doktor da. Ach so, das hat sie geschrieben und das ist die Antwort. Ach so, okay. Wir treffen Ihr Stift. Varen. Habe heute wieder Ihren SS-Key-Stift auf dem Parkplatz gefunden. Sie müssen ihn wirklich in der Hosentasche aufbewahren, nicht außen an Ihrer Kleidung tragen. Kümmern Sie sich besser um Ihre Sachen, Varen. Stellen Sie sich vor, die Sicherheitsleute hätten ihn gefunden. Dann hätten die mindestens einen Tag gebraucht, um alle Zugangscodes neu zu programmieren. Lucy. Vertrauliche Information. Nun gut. Allgemeine Erinnerung. Alle Angestellten von Abstergo Industries dürfen nicht über die Firmenpolitik, Geschäfte und Projekte sprechen. Im Zusammenhang mit dem laufenden Gerichtsverfahren möchten wir Sie alle an § 2.15 Ihrer Arbeitsverträge erinnern. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass Abstergo durch die Investition von Zeit, Arbeit und Geldmitteln vertrauliche Informationen entwickelt hat und dass diese vertraulichen Informationen Abstergo mit einem erheblichen Wettbewerbsvorteil ausstatten. Sie erkennen an und stimmen damit überein, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung ihrerseits Abstergo irreparablen Schaden zufügen würde, dessen Ausmaß nur schwer zu beziffern wäre. Ein monetärer Ersatz dieses Schadens wäre aber ohnehin nicht ausreichend. Dementsprechend erklären Sie sich einverstanden, dass Abstergo für den Fall einer Vertragsverletzung ihrerseits das Recht erhält, einen Straf- oder Unterlassungsbefehl sowie andere Rechtsmittel, die ein Gericht für angemessen erachtet, zu erwirken, zusätzlich zu anderen Maßnahmen zur Bestrafung und Wiedergutmachung, die gegebenenfalls Anwendung finden. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den zuständigen Personalchef. Wir danken Ihnen voraus für Ihre Loyalität. Also irgendwie klingt es für mich nicht wie eine Firma, sondern mehr wie ein Geheimbund oder irgendwie so ein Geheimdienst oder irgendwie sowas in die Richtung. Gucken, was haben wir denn da noch? Layla.
betreff Layla. Sie sagten eben etwas von Enten wie Layla. Was meinten Sie damit, Lucy? Nichts. Zurück an die Arbeit bitte. Es gibt eine Deadline. PS. Warum unterzeichnen Sie Ihre E-Mails? Oben steht, von wem sie ist. Das finde ich doch gut. Lustig. Layla. Moment. War damit jetzt wirklich dieser Computer gemeint? Wo wir Informationen über Abstergo rausbekommen? Ich meine, die wollen doch bestimmt nicht, dass wir ihre E-Mails lesen. Hier hinten hängt doch dann der Doktor und rum. Mhm. Rennen können wir auch nicht. Können wir sonst noch irgendwas angucken oder hier wirklich nur die E-Mails lesen und die Lucy voll quatschen und dann pennen gehen? Hm. Naja gut, dann gucken wir nochmal, ob die Lucy noch irgendwas zu sagen hat. Wenn nicht, gehen wir dann einfach pennen. Gar nicht müde? Mehr sagt ihr uns jetzt nicht mehr? Haben wir sie jetzt beleidigt? Kann nicht reden, hab zu tun. Ja, okay, jetzt haben wir sie also ausgenommen. Sperren sie uns wieder hier ein, damit wir bloß nicht abhauen können. Und hauen uns ein wenig aufs Ohr. Uah, wow. Der nächste Morgen. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Nun gut, aber das Gehen tun wir in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, viel Spaß und ciao.